Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von OMSI 2. Ich weiß, es leckt gerade ein bisschen, aber es könnte dieses Mal tatsächlich jetzt klappen, dass wir. Okay. Dass wir hier jetzt erfolgreich spielen können. Denn es ist gleich 27. Hier sind Leute, die einsteigen wollen. Das ist alles ein gutes Zeichen. Oh, die anziehen. Die auch. So, und jetzt theoretisch die Türen. Hallo. Guten Tag. So. Ja, ich will mal jetzt probieren, ob ich das jetzt so vernünftig aufnehmen kann. Okay. Scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ich habe das jetzt tatsächlich hier eingespeichert gekriegt im IBIS. So. Wir sind jetzt hier schon Nervenklinik Spandau und da müssen wir sein um. Wie viel. Oh, nein. Nein, die war das nicht. Es waren die beiden Tasten hier, ne? So, Nervenklinik 27. Eigentlich wäre es schön, eine Uhr hier irgendwo eingeblendet zu haben. Achso, wir sehen die Uhr da, ne? 25. Okay, 27 müssen wir abfahren. Und schalten wir hier auf Weiter. Das müsste jetzt gehen. So, hier. Da können wir mal ein bisschen eine vernünftige Temperatur irgendwie versuchen zu kriegen. Ja, obwohl 28,1 Grad klingt ganz gut. Aber 28,1 Grad, Alter, das ist ja heiß. Bist du. Geh nicht mehr, Entschuldigung. Müssen wir mal ein bisschen. Ja, lassen wir mal auf kalt. So 26. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Bin ich laut genug? Ja. So, ich mach schon mal die Türen zu. Na, ne, das kann man echt recht nicht sehen, solange das, obwohl das hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Die wollen wir noch anmachen, ne? So. Dann kann ich das da schließen. Dann können wir auch was sehen. So, 27. Los geht's. Wir lösen die Bremse. Und dann müsste es jetzt eigentlich funktionieren. So. Das Einzige, was ich immer noch nicht hingekriegt habe, was ich echt noch fixen muss, ist die Nummer mit den Spiegeln. Aber da können wir uns dann ja noch drum kümmern irgendwann. So. Das hier funktioniert auch alles, ne? Ja, super. Gut. Also mit den Spiegeln, das muss ich nochmal irgendwie gefixt kriegen. Da habe ich auch schon geguckt, ob ich da vielleicht was finde im Internet, bei YouTube oder so, aber das habe ich jetzt noch nicht so direkt gefunden. So, kommt jetzt aber gerade noch keiner, ne? Ist denn die richtige Uhrzeit? 13:28. Ja. Okay, scheint einfach tatsächlich keiner zu sein, der hier rein oder raus will. Ist deren gutes Recht, darf ja auch mal sein. Will ich ja niemandem verübeln. Manchmal ist es halt so, dass einfach irgendwo keiner ein- oder aussteigen will. Passiert halt auch mal. So, die Frames droppen gerade schon wieder wie sonst was, aber das ist mir egal. Oh, da bin ich ein bisschen am Kannstein hängen geblieben.
bin gerade im Moment schon richtig happy, dass hier gerade überhaupt vernünftig funktioniert. So, 28, die nächste Haltestelle ist um 30 müssen wir an der nächsten Haltestelle ankommen. Jetzt ist es immer noch 28. Wir müssen hier eine weiterschalten übrigens. Irgendwas spreist... Nee, zum Waldkrankenhaus müsste eigentlich... Also ja, doch, steht auch Waldkrankenhaus. Man muss bloß lesen können. Ich will aber auch hier scheinbar keiner ein- und aussteigen. Da sind wir allerdings auch noch ein bisschen früh. Ich schau mal gerade hier, wie wir so stehen. Wir stehen, naja, ein bisschen doof. Aber im Prinzip... ja, sollte, wenn hier jemand zusteigen wollen würde, sollte jetzt auch jemand kommen. So, hier steht Waldkrankenhaus. Na gut, ja. Alles also super. Nur die Spiegel funktionieren halt nicht nach wie vor. Aber es ist ja schön, dass das hier jetzt wenigstens funktioniert. Wir können uns ja mal ein bisschen hier im Bus umgucken. Ganz wunderschön. So, wir haben jetzt aber 30. Und ich glaube, das nächste... Glühwürmchen... Ach so, Glühwürmchenweg. Muss auch 13:30 sein. Also, machen wir schnell die Türen wieder zu, ganz flott. Lösen die Bremse und weiter geht's in Richtung Glühwürmchenweg. Jetzt scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Ich bin zwar noch ein bisschen irritiert, weil keiner hier irgendwie mal einen Haltewunsch äußert oder so bisher. Aber wird schon hinhauen. Oh, jetzt haben wir schon Verspätung. Eine Minute schon. Hallo. Hallo. Quatsch. Erstmal die Türen zu. Dann die Bremse los. Okay, das sieht alles gut aus. ...13:31 sollten wir da sein. Jetzt werden wir also auch da schon mit einer Minute Verspätung wieder ankommen. Das soll so nicht sein. Also beeilen wir uns mal. Müssen wir ein bisschen mehr Gas geben? Oh, wir sind schon zu spät. Achso, da kann ich auch darauf gucken. Ja, okay. Ich wollte gerade schalten, aber hier gibt es ja gar nichts zum Schalten bei dem Bus. So, 31 ist nächstes, dann 32, 32 haben wir schon. Oh, 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 oh. Ohn, irgendwas ohn. Haut es hin. Ach, was weiß ich. Ja, Falkensee, Ring oder sowas. Das haut schon hin. Hallo. Guten Tag. Aussteigen wollte auch keiner. Gut. So.
So, das nächste ist dann hoch irgendwas. Und das passt auch. Super. Gut. Jetzt scheint alles diesmal tatsächlich korrekt zu passen. Wir sind zwar mit einer Minute Verspätung unterwegs, aber solange es dabei bleibt, ist ja alles okay. Drin. Wunderbar. Und wieder eine weiter. Zone. Mist, Mist, Mist. Ich kann überhaupt nicht lesen, was da steht. Was wird wohl unsere Schaltestelle sein hier? Die wir aber scheinbar glatt überspringen können. Denn niemand scheint hier irgendeinen Wunsch zu haben. Na gut. Dann können wir auch direkt weiter zum irgendwas. Huch! Na nu, da passt jetzt gerade irgendwas nicht so ganz. Doch, hier schon. Komm. Hallo. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Dankeschön. Passt schon, ne? Ja, passt. Da ist nix. Da auch nicht, dann kannst du herumgehen. Alle drin? Sehr schön. Wiesenstraße oder was? Ach, was weiß ich. Muss schon irgendwie hinhauen. Also ich glaube, wir sind nicht mehr in der 30er-Zone. Ich glaube, hier können wir jetzt ein bisschen Gas geben. Oder? Na okay, sieht doch noch ein bisschen nach 30er-Zone aus. Das ist mir relativ egal, weil wir können ja auch nicht hier irgendwie viel zu spät kommen. Jetzt gibt es auch einen Haltewunsch. Tatsächlich mal. Hatten wir bisher hier noch nicht, heute.
einen solchen. So, da geht die Tür auf. Hygienisch sind auch, glaube ich, alle ausgestiegen, ja. Ganz hervorragend. Ich wollte jetzt nicht so doll beschleunigen, aber ist schon ganz gut eigentlich, wenn es mal ein bisschen flotter weitergeht. Hallöchen. Ja, also wie gesagt, also es ist toll, dass jetzt geklappt hat. Ich muss mich nochmal ganz doll bedanken für den guten Tipp, den ich in den Kommentaren gekriegt habe. Mir ist leider schon wieder gerade, ich habe gerade leider den Namen nicht im Kopf, von wem das war. Da muss ich mich mal bedanken für den guten Tipp. Auf dem mir genannten Kanal, die Tutorials habe ich leider so nicht gefunden. Aber... das andere hat schon mal geholfen, der Tipp, denn diesmal hat es geklappt mit dem Linieneingeben hier. Ja, hallo, warum steigt ihr nicht ein? Och Leute, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit für so einen Mist. Ja, wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr nicht, ne? Also da kann ich ja jetzt auch nichts für. Wer nicht will, der hat schon. Nee, also da wollte ich mich nochmal für bedanken. Und ich würde es würde mich unheimlich freuen, wenn vielleicht jemand tatsächlich noch eine Idee hätte, was ich vielleicht tun kann, damit das hier mit den Spiegeln besser wird. Ich habe schon beide verschiedenen Varianten. Ich habe jetzt schon gerade heute runtergestellt mal auf ökonomische Spiegelungen. Das hat es aber auch nicht gebracht. Es kann natürlich sein, dass das Spiel tatsächlich Probleme mit meiner Grafikkarte hat, dann ist es Pech, so. Aber würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen komisch finden, weil ich habe halt jetzt viele Videos geguckt von einem, bei dem das halt alles ganz super funktioniert. Und der hat eine GTX 980 Ti, ich habe eine GTX 970, also eigentlich sollte das hinhauen. Guten Tag. Also wenn da jemand was weiß, das würde mich freuen, wenn man mir da Info geben könnte, was ich da vielleicht machen kann. Oh, da müssen wir rechts rum. Halleluja, den lassen wir kurz durch, sonst wird das ja alles nix. So, diesmal habe ich diesen Übergang ein bisschen... Nein, ich habe es doch nicht geschafft, den Übergang weicher hinzukriegen, okay. Dachte ich erst, ich hätte es geschafft. So, ich hoffe, ich kriege das auch diesmal hin mit den Overlays, dass das dann alles klappt. Also im Moment habe ich hier jetzt natürlich keine Overlays, weil ich jetzt gerade nichts eingestellt habe hier. Ab heute bisher, in dem, also während des Videos, aber...
weil ich es halt erstmal probieren wollte, ob es halt jetzt geht und mich nicht da im Video groß abrackern wollte. Hallo. Ja. Guten Tag. Guck mal, heute beschwert sich auch keiner, dass ich zu spät bin. Finde ich super. Auch wenn ich inzwischen wahrscheinlich schon 3 Minuten Verspätung habe. Aber das ist wahrscheinlich halt schon so im normalen Rahmen. Ups, so weit rum wollte ich nicht. Wird sogar im ziemlich normalen Rahmen liegen, so 3 Minuten Verspätung. Huch, ist das noch nicht die, doch, war schon die richtige, nur das muss ich drücken. Haha. Steigen Sie schön aus. Muss mal schauen, ob hier jemand einsteigen will. Das könnte jetzt natürlich sein, weil ich nicht ganz... Oh doch, ich stehe ganz gut an der Bushaltestelle, doch. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Dachte, ich stehe voll daneben, aber... War ja doch gar nicht so scheiße. Da steht es ja auch schön groß hier rechts. Das war mir gar nicht so klar. Man muss mal das ganze den Überblick mal vernünftig bewahren. Das ist hier gar nicht so einfach bei dem Spiel. Da kann man noch einiges lernen, so über die ganze Zeit, die man das spielt dann. Ja, noch komplett neu in dem Spiel. Was gefällt mir schon echt. Also, ich meine, so gibt ja sehr geteilte Meinungen über sowas generell. So Simulatoren, einigen machen sie halt Spaß, einigen halt nicht. So, mir macht sowas irgendwie schon Spaß immer. Hab da gerade erst wieder, im Moment habe ich gerade wieder so eine Phase, wo ich richtig Spaß an sowas habe. Auch wenn das hier natürlich. Ja, mit OMSI ist schon so ein bisschen kritisch halt, ne? Weil es, also da verstehe ich halt auch sämtliche negative Meinungen. Es ist zum Beispiel super, wie da gerade die U-Bahn oben einfach weggeploppt ist. So, bei anderen Spielen, so bei Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator, da verstehe ich halt jetzt zum Beispiel jetzt so weniger die negativen Stimmen. Also verstehe ich, dass wenn Leute sagen, ja, sie sind einfach kein Fan von Simulatoren. Ansonsten, ouch. Ansonsten, wenn sich da halt über vielen Krams beschwert wird, da kann ich das abgesehen von der KI vielleicht eher weniger verstehen. Und ich bin gerade vor auf den Kannstein gefahren, das wäre jetzt nicht so toll. Hatte jemand gedrückt, dass er aussteigen will? Oh, scheinbar nicht. Nee, hier, das ist natürlich bei OMSI hier eine andere Sache, ne? Da ist das schon klar, dass Schwächen da sind und wo sie da sind. Nö, die Anzeige schaltet sich doch nicht um. Ganz ruhig hier. Was zum Teufel? Ne? Sowas würde mir halt eben trotz der auch dort schlechten, also eher schlechten KI, würde mir das beim American Truck Simulator ganz sicherlich nicht passieren oder beim Euro Truck Simulator. So. Hallo. Okay, alles korrekt, das ist super. Da wollte ich mal. Okay.
Sehr schön. Jetzt steht ja doch was anderes, ne? Irgendwas Terstraße. Mhm. Ja, der Bus ist immer noch sehr laut. Und es ruckelt wirklich ein bisschen, leider. Bisschen doll. Aber das fand ich ja schade, dass ich da heute beim American Truck Simulator so das Problem hatte mit dem Ruckeln. Das war ich auch, da war ich auch sehr verwirrt, ehrlich gesagt. Das hier liebe ich immer noch mit dem guten Lenkrad. Das ist echt das Schöne, wenn man mit Lenkrad spielt, hier bei sowas wie dem hier, ne? Dass man dann hier so zum Beispiel an die Knöpfe rankommt, indem man es einfach wegdreht. Noch toller muss das echt sein, wenn man mit diesem Track IR spielt. Ich weiß halt nicht, wie gut das hier bei OMSI funktioniert, aber beim, ich habe halt wirklich gesehen, beim Euro Truck Simulator und American Truck Simulator funktioniert das halt wirklich richtig geil. Da ist die Stadtbücherei. Neben diesem Track IR, weil dann kann man halt wirklich sich teilweise auch so ein bisschen vorlehnen und kann dann halt wirklich viel besser sehen, den ganzen Krams, die ganzen Knöpfe und so. Ja, sorry für das Hubbelpflaster, meine Güte. Auch Kopfsteinpflaster muss es geben. Ich kann ja nicht die ganzen Sachen einfach aus der Welt zaubern, ne? Alle, die mir nicht so gefallen. Wo sind wir denn gerade? Was steht denn da? Galenstraße. Kann das sein? Ja, sieht gut aus. Super, perfekt. Habe ich die Türen schon wieder zugemacht? Nö. Halt immer ganz gut, wenn man natürlich ab und zu mal guckt, ob das hier halt auch noch alles stimmt im Ibis, aber wenn man es dann erstmal drin hat, dann funktioniert es eigentlich gut. Normalerweise vergisst man das nicht, aber ich kenne mich selber schon ganz gut. Ich weiß ja, ich vergesse öfters mal so Kleinigkeiten. Und ich glaube, der War Knight, der kann euch da sogar ein Liedchen von singen, weil der ärgert sich da ja regelmäßig drüber. Und das mit den Ampeln hier, ne? Das ist übrigens tatsächlich sehr interessant. Denn ich glaube, das hat sich über die Jahre tatsächlich geändert. Hier gehen die halt, also schalten die halt von Grün auf Rot über Gelb und von Rot auf Grün über Gelb. Tatsächlich ist es aber, glaube ich, so, das kann tatsächlich ganz gut sein, dass die heutzutage Hallo. Nicht mehr, also beim Rot auf Grün nicht mehr über Gelb schalten. Die Ampeln. Es kann auch sein, dass ich mich da total irre. Das ist so lustig, weil das sind halt, das sind diese Kleinigkeiten so im Straßenverkehr, die halt einfach so ganz selbstverständlich da. Aha, oh, jetzt habe ich schon wieder das Verkehrte gemacht, dass ich die Tür aufgemacht habe, da die auswendig
Haltestellenbremse hatte ich letztes Mal schon mal falsch gemacht. Im letzten Part, das weiß ich noch. Breite Straße, das könnte. Es könnte sein, dass ich schon auf die nächste schalten musste. Werden wir gleich sehen. Müssen wir gleich ein bisschen drauf achten, was da steht bei der Haltestelle. Nee, aber ich finde, das sind halt diese Sachen, die sind einfach so selbstverständlich im Alltag da, wo man sich dann halt. Man weiß ganz genau, man hier. Ja, okay, ist richtig. Man weiß ganz genau, man befolgt es eigentlich immer richtig und weiß es auch, wie es richtig ist, aber wenn man sich dann so Gedanken drüber macht, dann hat man keine Ahnung, wie es wirklich ist. Weil das sowas ist, wo man sich nie Gedanken drüber macht, sondern man befolgt es halt einfach, weil es so da ist. Finde ich. Da gibt es halt so einige Sachen. Genauso ist es auch, wenn ich irgendwas animiere oder so, ne, und dann da Texturen mache, Straßen. Ne, ich denke immer, die Striche hier auf der Straße. So, da denke ich jedes Mal bei diesen Fahrbahnmarkierungen, dass die irgendwie so, ja, keine Ahnung, vielleicht 1 Meter lang sind und dann eine Lücke, die irgendwie schmaler sind. Diese Dinger sind 1,50 bis 2 Meter lang und die Lücke dazwischen ist länger als der Strich. Das ist auch sowas. Das ist so. So, bei allem, was du halt, wenn man, sobald man sich wirklich drüber Gedanken macht, immer dann hat man nur Erfahrung aus ganz anderen Perspektiven. Oh ja, Entschuldigung. Ich wusste nicht. Ja, ich habe meinen Führerschein gewonnen. Alles okay? Alles in Ordnung? Gut. Dann kann ich ja wieder die Schotten dicht machen. Da steht da Petristraße. Wäre ich aber vorsichtig an deiner Stelle, du, wenn ich da so längs gehen würde. Im Bus, während ich gerade so schön um die Ecke fahre. Ah, sieht hier wieder sehr mir nach 30er-Zone aus. Gut ein bisschen ausholen und dann hier rum. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen, sage ich viel zu oft, ich weiß. Ja, ja, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Hallo. Kommt mal da rein. Ich glaube, nächstes Mal aktiviere ich dann auch mal die einfache Ticketausgabe. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir hier direkt rüber. Aber auch das habe ich wieder gekonnt gemeistert wie eh und je. Tief irgendwas Weg. Oh, 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 oh. Das ist da oben. 55 soll ich da. 56. Gut, wir haben uns
gut gehalten. Wir sind immer noch nur eine Minute verspätet. Das hätte ich nicht gedacht. Na okay, 2 Minuten gleich. Aber das hätte ich nicht gedacht. Okay, vielleicht 3 Minuten, wenn die Ampel noch länger braucht. Ja, Halleluja. Was müssen die alle so doof parken immer? Nicht schon wieder. Immer wird das ja so ganz knapp da drauf geht, ne? Ich meine, das ist ja wirklich hier nur. Das ärgert mich dann immer. Sehr schön, der will hier rechts rüber. Somit macht er mir automatisch Platz. Ja, 2 Minuten Verspätung, das ist in Ordnung. Ich hoffe, das war denn jetzt nicht zu ruckig, den Passagieren. Das ist doch super eigentlich jetzt. So dicht wollte ich nicht auffahren. Das tut mir leid. Das ist doch jetzt richtig, ne? Teletowerstraße, oder was da steht. Also man muss hier schon ein bisschen vorsichtiger mit dem Gas sein bei so einem Bus irgendwie. Weil die Gänge so komisch sind, so komisch abgestimmt. Man hat doch so nicht den richtigen Plan, wann ein Gang reinkommt, aber das hat man wahrscheinlich nach einer Zeit dann schon. So. Es heißt Teltower Straße wahrscheinlich. Ich dachte trotzdem irgendwie Teletower. Ich meine so, ne? Fernsehturm so und so. Ja. Guten Tag. Schönen guten Tag. Okay, Spandau wird nicht seinen eigenen Fernsehturm haben. Wenn Berlin schon an sich so einen schicken hat. Ikea? Cool. Ja, das liebe ich hier an der... das muss ich sagen, das ist eine der richtig coolen Sachen an Omsi. Das muss man denen wirklich lassen. Auch wenn die Texturen und alles nicht die besten sind. Es ist halt cool, wie hier einfach alles echt nachgebildet ist. Wirklich so, wie es ist. Einziger Haken an der ganzen Sache halt... somit ist es halt auch kein Wunder, dass Omsi halt nicht an irgendeinen großen Publisher jetzt irgendwie gelangen kann, weil das Problem ist halt, dass man das halt, wenn man das ganz genau nimmt, eigentlich nicht einfach so darf. Glaube ich zumindestens. Weil es sind hier halt sehr viele Marken einfach, also als Texturen verwendet, wo man sich sonst dann doch bei den meisten Spielen eher
hüten würde, das zu machen. Aus Angst, dass da, also bei halt so größeren Spielen, aus Angst, dass da halt irgendwann mal eine Klage reinkommt, von wegen so, ja, ne, sie haben ja nicht um Erlaubnis gefragt und so weiter und so fort. Was dann auch nicht ganz unberechtigt wäre. Ja, komm, fahr einfach jetzt durch mich durch. Zum Glück bist du ja bei mir als Geist eingestellt. Anders würde man, glaube ich, gegen diese KI hier auch nicht, ja, überleben können. So, ich glaube, jetzt kommt das Polizeigedöns. Ja, Polizeidirektion steht auch da. Sehr schön. Ja, finde ich toll, dass das jetzt funktioniert. Danke wirklich für diesen Tipp. Er war ja auch sehr einfach. Es ist einfach dieses... OMSI hat sehr gute Tutorials, finde ich eigentlich, an sich schon drin. Das Problem ist, dass diese Tutorials teilweise so lang sind, dass man sich schon am Ende des Tutorials nicht mehr wirklich weiß, was drin war. Und man, sie sind halt auch so lang, dass man keine Lust hat, sie sich nochmal anzugucken, beziehungsweise halt nochmal durchzugehen. Obwohl sie halt an sich eigentlich echt gut sind. Die gute Polizeidirektion. Ich hoffe, es steht hier jetzt auch wirklich so. Ja, super. Ja, ich weiß, die war schon wirklich... Die ist gerade noch im letzten Moment rot geworden, tatsächlich, die Ampel. Das war nicht schön. So. Nee, und hier, ne? Wir haben hier auch... ich glaube, hier sogar... Ja. Mediamarkt-Werbung oder sowas. Können wir doch mal kurz nachgucken. Nee, okay, das hier ist jetzt gerade keine, glaube ich, keine Mediamarkt-Werbung, aber wir haben hier auf jeden Fall richtige Werbung. Aber halt, wie gesagt, das macht halt auch einfach, teilweise einfach diesen richtig guten Charme aus und wäre halt auch wirklich schade, wenn es fehlen würde. Aber, wie gesagt, ich will jetzt, ich möchte jetzt auch nicht so darauf rumreiten, weil es, ja... Ich will ja auch nicht irgendwie als Petze dastehen oder so. Aber. Nee. Ich würde das auch niemals irgendwo wie jetzt so. Ja, der fährt scheiße, nicht ich. Der vor mir fährt scheiße. Aber ich glaube, also wenn es jetzt hier weiter so gut läuft, dann kann ich mir wirklich demnächst vielleicht das gute alte Hamburg-Add-on holen. Bin ich doof? Ah. Jetzt geht's. Da war die Tür noch nicht ganz zu. So, und ich muss jetzt mal kurz hier gucken... Ah, okay. Drei Stationen sind noch.
tatsächlich. Obwohl das hier schon ein Ruheleben war, aber trotzdem geht es dann noch ein bisschen weiter. Denn es gibt zwei Stationen im Ruheleben. Wahrscheinlich fahren wir jetzt halt einmal dann nochmal im Kreis drumrum. Es scheint hier nach rechts weiter zu gehen. Oh, denn alles andere ist Sackgasse. Achso, das hier ist hier. Okay. Ja, okay, das ist hier der große Busbahnhof, wo man dann im Prinzip. Ja, das hier ist dann scheinbar die Endhaltestelle. Nee, hoch. Ja, hat schon irgendwie hingehauen. So, ich fürchte, ich habe die letzte irgendwie verpasst hier. Nee, okay. Waren jetzt scheinbar alles. Guck mal, das wäre jetzt okay. Nur ein paar Mal zu spät. Das speichern wir auf jeden Fall als LP2. Na. Nee, es ist direkt hinter, ja, ne? LP2. So. Finde ich ganz gut. Ja, genau. Jetzt kann ich es hier auch im Broadcaster sehen. Da war alles hier. Na. Abfahrt soll. Abfahrt ist, also hier, guck mal, dann sind wir 34 Sekunden zu spät, 36 Sekunden. 52 Sekunden, 1 Minute 53, 2 Minuten 38, 2 Minuten 39, 2 Minuten 38, 2 Minuten 21, 2 Minuten 19, 2 Minuten 40, 2 Minuten 41, das ist echt gut hier. Am Ende ging es dann wieder hoch, da geht es in 2:32, ging es wieder runter auf 2:1, 2:29, 3:52, 2:58, hier waren dann die größten Zahlen hier, ne? 3,53, 4,31, ja, das sind wirklich schon hier, da geht's auf 6 hoch. 4,46, 4,51, 4,34, 6,27, da ist dann schon, ja. Okay. Ja, finde ich ganz in Ordnung. So, jetzt kann ich hier das nämlich auch wieder aufrufen. So, den können wir beenden. Die Fahrt. Ich möchte hier nochmal zeigen, das konnte man ja letztes Mal nicht sehen. Vielleicht können wir hier jetzt sehen, wie man hier dann auch den Bus auswählen kann. So. Huch. Nee, mit Forscher bitte. MAN. So, mal gucken. Warum ist das Fenster jetzt gerade? Ne, guck mal, da sehen wir nämlich jetzt die guten Busse. Da können wir hier mal durchgucken. Den gibt es ja halt auch mit Euro-Zahltisch. Und da gibt es halt hier verschiedene, ne? So, den haben wir halt hier einmal mit Euro-Zahltisch auch. Das ist halt im Prinzip der gleiche Bus. Wir können hier mal kurz hier. Dann gehen wir mal ein bisschen in neuere Zeit. Machen wir mal 1994. Und dann tun wir mal auch hier hin, da wo wir auch gerade sind, glaube ich. Oder auch nicht. Können wir ein bisschen mal die Busse durchgehen. Ach nee, da wäre das. Okay. Ja, ist auch ein bisschen schicker da. So, hier haben wir einmal jetzt den, ne? Der ist hier auch ein bisschen. Wir können die dann ja halt mal demnächst alle mal durchfahren. Ich habe den bin ich noch nicht gefahren. Da wollte ich mir noch das Tutorial angucken. Es gibt ja zu jedem Bus halt so ein kleines. Also es gibt halt ja ein extra Tutorial noch, wo man halt alle Busse ein bisschen so die Unterschiede erklärt kriegt. Ja, der hier ist ganz chillig, ne?
So, dann gibt es natürlich auch eine schönere Farbe. Also ich finde sowas ja dann doch schön ein bisschen schicker, ne? Also beige ist halt ein bisschen. Also ich wäre dann doch echt eher hierfür. Dann haben wir natürlich hier den. Das war der EN92, haben wir noch den GN92. Das ist wahrscheinlich der Gelenkbus. Richtig. HVL sieht ein bisschen schicker aus. Spannend auf 94 machen wir mal und der darf dann auch mal kurz hier stehen. Na, mal schauen. Dauert ein bisschen, jetzt wäre ein bisschen. Ja, cool. Schon jetzt ein bisschen doll laggy. Den würde ich natürlich auch gerne mal ausprobieren hier bei Gelegenheit. Also der ist natürlich schick hier mit dem Knickgelenk auch und so. Kann sich schon echt sehen lassen. Der hat ja halt auch das gleiche Interieur. Was haben wir dann noch? Dann haben wir den SD200 SD77. Das ist der ganz alte Doppeldecker. Ich glaube, den sind wir jetzt gefahren die ganze Zeit. Dann haben wir den SD80. Das ist der etwas neuer. Das hier ist, glaube ich, noch der. Ne, okay, das ist auch noch der mit den runden Scheinwerfern. So, dann gibt es den halt auch mit Fahrscheindrucker. Das ist auch noch der alte. Und der 81er ist dann der mit eckigen Scheinwerfern, glaube ich. Nein, das ist immer noch. Alter, gibt es davon viele, okay. Müsste man sich echt mal angucken, da die ganzen Unterschiede. Also der SD200 wird alles noch der sein mit. Na, oder? 81. 82 ist der dann jetzt schon mit eckigen. Das ist auch noch der mit runden. Spannend, spannend. Für den gibt es auf jeden Fall viele. Lackierung, huch, ja, das ist jetzt ein bisschen verbuggt hier, ne? Dass das halt als Hauptanzeige gedacht wird hier von Steam und so und halt auch von Fraps. Das ist halt das leichte Problem, weil, ja, den 84er, auch noch mit runden Scheinwerfern, 85ern wahrscheinlich auch noch. Ja. Und das ist hier das große Problem, weil das ist auch das Problem, weshalb das Spiel, glaube ich, insgesamt so instabil läuft. Bei OMSI ist das hier alles, habe ich rausgefunden, also hat man halt in der Aufnahme gesehen letztes Mal, weil man da ja nicht sehen konnte, wo ich hingeklickt habe. Das sind alles eigene Fenster, die sich hier öffnen. Und genau das ist das Problem. Wird alles extra berechnet und so. So, und das hier ist jetzt der SD202, genau. Das ist halt dann der neuere. Mit eckigen Scheinwerfern, da können wir auch mal was Schönes raussuchen. Nee, ich mag diese beigen Busse nicht. Veltins. Oh, Veltins Niederlande. Oder was? Wodka, Gorbatschow. Gibt es das nicht auch irgendwie in. Nicht beige? Von dem gibt es dann auch neuere Versionen oder was? Und wie? Okay. Von dem ist dann der neueste der 90 mit Fahrscheindrucker. Sehe ich das richtig? Aha. So mit Jägermeister. Oh, das ist auch mal schick. Gibt es auch irgendwas anderes, netteres? Das ist auch wie Möbelhübner. Okay. Das wäre Wodka Gorbatschow. 91, 92.
ist dann auch noch immer noch der gleiche, ne? Ja. Und wollen wir uns auch noch mal kurz anschauen. Das machen wir noch mal kurz. Ja, und also spannend wird's dann halt, ne? Wenn ich mir dann tatsächlich... Ach cool, jetzt stehen die hier wirklich alle so schön hintereinander. Wenn ich mir dann jetzt wirklich das Hamburg-Add-on holen würde, weil dann kann ich hier richtig schön bei mir hier in Hamburg Bus fahren. Da habe ich auch schon Videos von gesehen. Also das ist wirklich genial. Das ist wirklich wow. Es ist so, wie es halt wirklich ist. So, es kann sein. Ah. Ja, das geht einfach nicht, weil ich das also als Add-on nicht habe, wahrscheinlich. So, ich switch mal den Bus. Lass uns das mal anschauen. Und zwar den Gelenkbus möchten wir einmal. IN92G. Hier, den haben wir da jetzt. Probieren wir es nochmal. Der ist halt ein bisschen buggy, aber das möchte ich jetzt nochmal kurz tatsächlich ausprobieren. Ob wir mit dem eigentlich mal schauen können, wir irgendwie. Eigentlich wollte ich eher sowas wie Sonderfahrt. Sonderfahrt ist doch schön, ne? Die 5 weg, meine Güte. So. Sonderfahrt. Super. So sehr anders kann er ja nicht sein, aber ich wollte jetzt mal sehen. Ich habe da halt gehört, dass da sehr viele Probleme wohl gibt mit dem. Ich glaube, ich muss hier mal. Ich weiß nicht, ob der schon drin ist. Nee, noch nicht. Gut. Aber das will ich ja schon trotzdem mal ausprobieren hier. Dass ich trotzdem. Das wird immer spannender hier. Ah, da gibt es nämlich wahrscheinlich noch einiges hier zu lernen, was da noch bei dem, was bei dem nicht sein darf, alles. Warum leuchtet hier die Parking Brake? Irgendwas ist da doch falsch. Das so lässt es sich gar nicht erst fahren. Was ist denn das? Ich glaube, da muss man sich dann doch noch mal so richtig mit beschäftigen. Ja, ich gucke mir das Tutorial noch mal ganz an. Ich hatte da halt bisher nur den Anfang angeguckt, aber das ist ja. Mich verwirrt das ein bisschen, dass die hier nicht weggeht. Warum geht die nicht weg? Was habe ich. Was mache ich falsch? Weshalb der mich nicht losfahren lässt. Naja, egal. Ich beende hier den Part. Wir sehen uns vielleicht in einem anderen Omsi-Video. Oder halt, ja, wahrscheinlich noch wahrscheinlicher in einem nicht-Omsi-Video. Bis dann. Tschüss.